kommt mir zu spät. Es kommt mir zu spät. Ich will rein und schieße am Anfang. Alle Friseure sind geschlossen. Ich sehe aus wie Tanzverbot mit der Frisur. Scheiße, Alter. Was? Fuck. Für Lorena. Ja. Die hab ich geküsst. Okay. Was? Mhm. Oh, war ja. Hat dir schon mal jemand eingeblasen? Ja. Digga, ich kann dieses scheiß Intro mittlerweile auswendig, Alter. Ich will mich umbringen. Echt schade, Frau Bra, dass es wegen diesem ganzen Corona-Ding und sowas nicht klappt, wirklich. Eigentlich wäre Frau Bra letztes Wochenende da gewesen, Leute. Eigentlich wäre Frau Bra letztes Wochenende da gewesen. Corona hat mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Ist eigentlich eine Parodie, ist das todernst? Ich weiß es nicht, ich kann es dir nicht sagen. Ich glaube halb, halb. Ich warte ja auf sexy Bikini-Szenen am Pool, aber irgendwie passiert nichts. Und immer ist jedes Mal das Gleiche. Immer hat auf jeder Klassenfahrt einer Geburtstag und es gibt immer eine Party, wo irgendwas Weirdes passiert. Die hatten wir letztes Jahr mal. Gibt's gar nicht, dass ich das auf Video hab. Das ist ein Traum. Wie er mit ihr flirtet, als wäre das seine Freundin. Digga, unangenehm an der Stelle. Das Weirde ist nicht, dass er es gemacht hat, sondern dass du es gefilmt hast, Bro. Der Arme, ey. Wie er ihr an die Haare fasst, das gibt's gar nicht, echt. Ey, das ist so ein Geniestreich. Dass ich das auf Video hab, das gibt's überhaupt nicht, echt. Wer steht da noch? Wie er sie richtig... Oh Mann, ey, das muss die ganze Klasse sehen. Ich schicke das in die Klassengruppe. Perfekt, genau so geht das. Ist das lustig. WhatsApp. Diana Kabashi, danke ey, für deinen Sub. Ist das witzig, ey. Komplett weird Pepega, Alter. Er redet da erstmal eine Dreiviertelstunde mit sich selbst. Ich bin so lustig, ich find's mich so, ach, so lustig. Wie? Gibt es nicht noch mehr vom Blowjob zu sehen? War es das jetzt? Wurde es komplett geskippt oder was? Oh, ist wohl schiefgelaufen, wa? Okay, normalerweise passiert mir sowas nicht, ja? Das, Er hat sich in die Hose geschissen, wetten? Es muss an der Kälte gelegen haben oder irgendwie an... Vielleicht lag es auch einfach an mir. Vielleicht war meine Technik nicht gut genug. Genau, du bist schuld. Es ist immer so, wenn es beim Mann nicht klappt, ist immer die Frau schuld, würde Montana Black sagen. Das ist vollkommen richtig. Es ist immer die Frau schuld. Niemand anders. Nein, die war super. Mit den etwas wurstigen Fingern und den Zähnen fand ich, das war nicht das Problem. Boah, Zähne, ganz wildes Thema, Alter. Zähne gehören da nicht hin. Zähne gehören da absolut nicht hin. Unangenehm, wirklich. Junge, es geht nicht um den Blowjob. Ja, oh nein. Ja, ich könnte mir auch selber einfach... Ich kann... Wieso hat die das nochmal gemacht, Digga? Oh, fuck. Normalerweise ist es auch nicht... normalerweise ist es ein Riesending. Egal. Bruder, geh dir einfach ein Wichsen, Alter. Jetzt ist doch tatsächlich Corona. Mach entspannt, Bro. Hey, was war los? Ich weiß auch nicht wirklich, was los war. Wann haben die angefangen, mit der Kamera zu sprechen? Wann ist diese Barriere gebrochen worden? Das war total peinlich. Und die hat ja echt Tränen in den Augen. Gut geschauspielert, Mann. Die spielt wirklich gar nicht so schlecht, tatsächlich. Eigentlich habe ich gar nicht so viel Erfahrung. Ich weiß nicht mal, wie man das Ding wirklich hart bekommt. Gegenschnipsen oder draufspucken? Vielleicht liegt es auch einfach nur an mir. Ja, ist richtig. Ach, ich verstehe das einfach nicht. Ich habe keinen Hoch bekommen. Aber ist Tessa ja eigentlich ein super attraktives Mädchen, deswegen, ich weiß auch nicht.
So geil, weil das ist nämlich nicht geschauspielert, das ist wirklich so passiert beim Dreh und die haben gedacht, ja, das nehmen wir jetzt einfach mal mit. Oh, wie süß, Alter. Tut mir leid. Ach, ist immer noch die Partynacht, die gerade abgeht, ne? Glaube ich, ja. Alles gut, ich wollte dich nur nicht wecken, aber ich muss mal ganz, ganz dringend auf die... Du musst fett dein Ab sein, Bro, sag's dir einfach, wie es ist. Auf die Toilette. Ah, okay. Ja, ich schlafe in letzter Zeit nicht so gut. Ich habe seit dieser Vorfall war immer Albträume. Ja, ist echt schlimm. Ja, wir könnten ja vielleicht, können wir vielleicht zusammen auf diesem Sofa schlafen und dann könnte ich ja auch mal auf dich aufpassen. Ja, das würdest du tun. Also ich könnte aber auch auf dem Stuhl schlafen, wenn das zu viel... Ich glaube, die ist auch süß, oder? Eigentlich ist die auch echt süß. Wenn das zu viel ist. Ja. Ich glaube, das Sofa ist vielleicht ein bisschen zu klein für uns zwei. Die Fijano rein da, einer unten, einer oben. Die Fijano auf, wie geht's? Also das wird schon irgendwie gehen, glaube ich, oder? Könnt ihr auch jetzt mal Decken holen kurz, dann bin ich... Geht doch einfach ins Bett, ihr Behinderten, Alter. Bin ich gleich sofort wieder da. Okay. Und oft auch die Toilette auch. Okay. Ja. Georg ist einfach ganz anders als die anderen Jungs. An. Viel lieber und zuvorkommender. Und Georg hat auch einen richtigen Prängel, Alter, sag ich dir. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass er... Sieht aus wie Papa Platte in Fett. Pepega. Weiß, wer mich eingesperrt hat. Aber... Es ist schon ein komisches Gefühl zu wissen, dass der Täter immer noch frei rumläuft. Der Täter, Mann, es war ein Prank, Alter. Auf Hey Andy-Basis bist du eingesperrt worden. Entspann dich mal, Mann, das war nicht Fritzel. Nee, nicht Hey Andy, Digga, nicht Hey Andy, Digga. Das war Hey Arnold, typisch Andy, Digga. Was ist Hey Andy? Klingt wie so eine Serie von Andy Ritter, Alter. Hey Andy, Junge, ganz wild. Frau Bra. Muss man einfach ehrlich sagen, schon die attraktivste, oder? Ach, ich halte mein Maul jetzt hier. Herr Vater, super, dass Sie so schnell angerufen haben. Ja. Ja, es liegt einfach daran, eine Schülerin von uns wird sehr, sehr stark gemobbt. Und da bräuchte ich auf jeden Fall Ihre Hilfe. Ja. Naja, also es gab ja einen Vorfall. Und da müssen wir herausfinden, wer dafür verantwortlich war. Okay, also beziehungsweise verantwortlich ist. Ruft jetzt Polizei, FIB oder sowas? Kommt das PD jetzt vorbei, Digga? Ja. Wann könnten sie denn kommen? Morgen? Morgen um 9 Uhr. Mhm, das passt. Okay. Wunderbar. Gut, dann erwarte ich sie. Wunderbar. Super. Schönen Abend noch. Okay. Ja. Bis dann. Kommt jetzt so eine Spezialeinheit, Digga. Ciao. War die Szene jetzt notwendig? Ich hab's nicht ganz verstanden. Hä? Wie ist das jetzt schon wieder passiert? Wieso schläft da immer eine andere Frau? Wer ist das? Ach, das ist diese Frau von dem Land, ne? Diese Landdame, die so da in diesem Land wohnt. Oh, die sind jetzt verliebt, gucken sich so an, so safe. Und sie ist doch diese Mobberin von der, oder? Was zum... Hallo? Was? Die ist aber auch hübsch. Ach, die sind alle super. Sind alles tolles, alles tolle Leute, wirklich. Also wirklich, tolles Cast. Mach das Mädchen bei uns jetzt im Bett auch noch. Revi, 27 Jahre alt, findet alle Frauen geil. Corona, Leute. Ich sag's euch, Corona. Sag, was suchst du hier? Was ist los? Was ist jetzt passiert? Luck, was ist passiert? Keine Ahnung. Das soll mein neuer Subsound sein. Wollt ihr mich verarschen? Die hat da Blut-Tattoo stehen, Alter. Bestimmt, weil sie immer besoffen ist und viel zu viel säuft. Wie heißt du eigentlich? Cordula.
Cordula Grün. Nie so viel Alkohol getrunken wie gestern. Die Scheunenpartys, auf denen ich sonst immer bin, da gibt's nur Korn und Kühe. Diese übertriebene Rolle, da gibt's nur Korn und Kühe. Lack, wenn's da nur Korn gibt auf Scheunenpartys, du bist die besoffenste von allen, Alter. Tesla meinte, ich kann bei ihr schlafen. Mega nett. Ja? Was machst du hier? Lorena, wir müssen reden. Ja, ganz kurz, was war das zum Klassenchat? Das ging absolut gar nicht. Waren die mal ein paar? Sind das die beiden? Ich komm mittlerweile echt durcheinander, Leute. Ich weiß. Ich war übertrieben betrunken. Cordula Blau. Und es war einfach eine dumme Aktion. Aber genau, pass auf, genau deswegen will ich mich auch bei Stanley rächen. Wie willst du das machen? Ich möchte ein Video, wo wir uns küssen. Was? Pass auf. Bevor du Nein sagst, ich... Nein. Ich biete dir 500 Nein, Euro. Nein, spinnst du? Wie pass auf, aus? Stanley steht auf... Das sind keine 500 Euro, das sind vielleicht 100 Euro, Bro. Oder 150. Kann die Alte nicht rechnen. Dich und dieses Video wäre einfach... Das wäre einfach perfekt für mich. Nein, 500 mache ich nicht. 1000. Ich gebe dir 1000 Euro. 1000 Euro? Ja. Stanley ist so ein Bastard. Ich meine, das ist halt auch einfach keine witzige Prank-Aktion mehr. Ja, auch, also... Du hast halt, ja. Mit der Sexpuppe in der Gruppe. Ich meine, ich schätze wirklich vieles an unserer Freundschaft. Wir verstehen Spaß, wir machen uns über alles witzig, aber das ging einfach gar nicht. Das war einfach eine Hurensohn-Aktion. Boah, Digga, jetzt aber gut hier. Ich will, dass das Video nur monetarisiert wird, Mann. Revi kann mittlerweile riechen, wie viel Geld jemand in der Hand hält. Leute, ich kann jemanden angucken und euch sagen, wie viel Geld der mit sich trägt und wie viel der im Konto hat. Was zum Teufel passiert denn jetzt, Alter? Da, Digga, das ist doch der Typ von SceneTakeTV. Und das ist so lustig. Also ich finde es persönlich, fand ich es ein bisschen lustig. Weil, passt mal auf. Georg. Oh, Frau Bra. Der Vater kommt gleich. Frau Bra. Vorbei. Warum machen Sie so, Frau Bra? Um den Schuldigen zu finden. Um den Schuldigen? Ja, oh. Wartet, hallo, pass auf. Super, dass du da schnell kommst. Aaron Troschke sagt immer, dass der, das ist Lars oder Dan? Das ist Dan. Dass Dan so aussieht, als hätte er Down-Syndrom, was ich natürlich nicht unterstütze, aber das sagt er immer. Das sagt Aaron Troschke jedes Mal. Ja, ja. Bra. Genau, wir haben telefoniert. Hallo. Jesus. Frauen wie Sie sind der Grund, warum Millionen Priester ihr Gelübde brechen. Alles klar, weird Priester an der Stelle. Herr Priester, die Dame ist über 14. Sie dürfen mit der nicht, ist keine Messdienerin, ne? Und Jungs wie er. Gut, da war dann auch der Joke an der Stelle schon. Wir sehen uns gleich im Beichtstuhl. Fuck, Alter. Fuck, Mann. Jetzt wird's ja noch unangenehmer hier. Jesus. Sie haben doch einen Beichtstuhl, oder? Nee. Oh, schade. Jedes Haus sollte einen Beichtstuhl haben. Safe sollte jedes Haus einen Beichtstuhl haben. Lack. Ich nehme an, das ist Stanley. Nein, das ist der Georg. Genau. Wie dem auch sei. Ich denke, wir lösen den Fall heute, nicht wahr, Georg? Georg sieht so aus, als wäre er schon mal vom Pfarrer angefasst worden. Georg, das ist Ralf. Von Ralf reicht's. Moment. Ja. Ja. Nee, das ist der Stanley, genau. Stanley, mein Sohn, erzähl mir alles. Was ist passiert? Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Naja, also die Hortense wurde ja am Schrank eingesperrt und sie hatte so das Angst. Wir müssen jetzt herausfinden, was da genau passiert ist. Keine Ahnung, ich habe nichts damit zu tun. Das werden wir ja noch sehen. Komm, Georg, bei Gott, das werden wir Georg, noch sehen. Wir gehen. Georg, also. Wir sehen das. Unglaublich. Sie wissen nicht zufällig, wo der sexy Junge mit der Propellermütze hin ist? Der sexy Junge mit der Propellermütze. Digga, das geht ja mal komplett nach hinten los hier. Was passiert denn hier, Alter? Das ist ja mal... Ey, was denn? Das sind die Pornos, das sind so die Videos, die ich mir nachts in der Corona-Quarantäne... Ich habe, glaube ich, gerade einen Schlaganfall. In der Corona-Quarantäne nachts um 3 anschaue. Mein Gott, Alter. Können Sie bitte die Frage beantworten, warum ich jetzt hier eigentlich auch sitze? Natürlich. Okay, Frau Bra, wenn das Ihr richtiger Name ist. Warum haben Sie Hortensia in den Schrank gesperrt? Ach, verliebt. Sie verdächtigen mich?
Sie glauben, ich habe sie eingesperrt. Für was habe ich sie dann hierher gerufen? Es kann doch nicht sein, dass sie mich verdächtigen. Nein, hör auf, du Schweinepriester, weg von der Frau. Warten Sie! Corona-Korotene. Warten Sie! Der Teufel steckt überall! Jeder könnte verdächtigt werden! Jeder! Hexe! Okay, mein Sohn, wo warst du? Nein, also ich habe damit wirklich gar nichts zu tun. Ich bin eigentlich hier wegen der Beichte. Hä? Kann ich hier beichten? Ach so, ja klar, dafür bin ich ja da. Hä? Ich hab's noch keinem erzählt. Können Sie es bitte für sich behalten? Es ist mir echt peinlich. Ah, großes Jesus-Ehrenwort. Hä? Ehrenmann auf dieses Ehre. Sie müssen mir wirklich helfen. Können Sie mir einen Rat geben? Aha. Schauen Sie sich das Video am besten einfach mal selbst an. Oh, das ist ja... Meine Fresse, bist du das? Das ist eine... Ja, das ist, ja ich seh's. Sie können... Ja, Sie sehen's, eine, ne? Eine Sexpuppe, klar. Bin ich blöd. Und was war da los? Also ist das es war in meinem 18. Geburtstag. Digga, was ist denn das für ein Pfarrer? Ich sag, ich war betrunken und... Ach, du besorgst es hier aber richtig, meine Fresse. Sag mal, ist das gefühlsecht? Also manche sind so ein bisschen gummimäßig und dann kratzt es ein bisschen. Ah ja, weird. Das ist ziemlich unangenehm. Hast du einen Gummi an? Nein, du hast keinen Gummi an, ich sehe es gerade. Ja. Ah, blond. Blond ist dein Typ, hä? Ja, also ja, ich mag blond. Besser als rot, hä? Bei Hexen. Junge, ist das seltsam. Ist das ein seltsamer Kerl? Ist das ein Verhör? Um Gottes Willen, nein! Wieso hat er gerade bei dem Typ seine Jacke aus, Alter? Was soll das? DJ Bender, danke schön, wenn ihr das habt. Ojo, wir kennen uns doch von der Bibelfreizeit. Ja. Ja, willst du dir einen Lolli verdienen? Hä? Okay. Ja, du müsstest mir nur helfen. Irgendwie ist mein Bibelständer kaputt. Mir reicht's jetzt, Leute. Mir reicht's hier an der Stelle wirklich. Ich bräuchte da ein bisschen Hilfe. Ja, steht nicht mehr richtig. Peter Griffin einfach. Peter Griffin, Junge. Ich? Klar. Ja, 12 Uhr in der Kapelle, okay? Danke, Pfarrer Waldorf. Waldorf, du Idiot. Also, 12 Uhr, ja? Ja. Okay, keine Panik. Das ist ein geschützter Raum. Nur wir beide und Gott. Also, hat Fleisi angepackt. Ach, gut, dass sie zensiert ist. Los, reden Sie. Hat Fleisi angepackt! Ich weiß, ich denke, das... Wer fickt sowas? Jetzt mal ganz ehrlich, wer bumst sowas? Jetzt mal unter uns. Wer würde da rein, Chat? Eins in den Chat, wenn ihr da rein würdet. Seid mal jetzt ganz, ganz ehrlich zu mir, bitte. Seid mal ganz ehrlich. Ganz, ganz ehrlich. Ganz, ganz, ganz ehrlich. Paar Einsen habe ich gesehen. Ihr müsst euch schämen. Ihr müsst alle zum Pfarrer. Ab mit euch. Großer Gott, was hat er Ihnen angetan? Okay, Kenneth, mein Sohn. Okay. Wo warst du? Kenneth. Ich hab keine. Komm mal schnell, Rhino Sheesh Werbung hier. Hör mir zu, Kenneth. Huch, was ist jetzt los hier? Oh, also, war hier. Kenneth, komm, sag's mir, Kenneth. Kenneth, was? Jesus! Das Happy lebt ja noch! Das muss ein Werk Gottes sein! Rhino Shield wurde ja von Gott erfunden. Ha, diese Hülle! Warte, da fällt mir was ein. Ich meine... Ach, da haben wir es. Psalm 13, Neues Testament. Und Jesus nahm sich eine Rhino Shield Hülle. Digga, ganz ehrlich, ich glaube, der Drehbuchautor hat ein wirklich großes Problem mit der katholischen oder evangelischen Kirche. Ich nehme an, dass es die katholische Kirche ist. Irgendwas ist hier auf jeden Fall nicht ganz koscher, Digga. Also jetzt so langsam ist jetzt auch hier wirklich, jetzt reicht's. Zeigte sie seinen Jüngern und sprach, nehmt und schützet eure Handys alle damit. Amen. Also, wo warst du? Wieso kommt da überhaupt ein Pfarrer hin und nicht irgendein so ein Gulag-Folterknecht, Digga, der die Kinder foltert, damit die das erfahren, wer das gewesen ist? Nur so eine Idee von mir, wäre ein guter Twist gewesen. Ich glaube nicht an Gott. Hä? Ja, gut so. Ich habe nichts gemacht. Muss ich hier rumsitzen, oder? Naja, müssen wir nicht alle hier rum. Ich meine, hat die Produktionsfirma dich nicht unter Vertrag genommen? Habt ihr ihn unter Vertrag genommen? Stanley! Wieso wurde ich unter Vertrag genommen? Perfekt. Heilige Scheiße, schon wieder. Und konnten Sie es herausfinden, wer der Täter ist? Ah, Frau Bra, was? Wieso hat er die Mütze von dem Mann, Alter? Das ist wirklich... Digga. Ja, konnten Sie es herausfinden? Was? Wer der Täter ist? Ach so, nein, scheiße, nein. Wieso bin ich bei der Staffel nicht eingeladen worden, was mit der Lehrerin zu haben? Verdammte Scheiße, Mann. Nein, konnte ich nicht. Ich habe alles gegeben, aber es ist zwecklos. Tja, ich muss los. Wohin? Könnten Sie Jojo sagen, ich gehe in die Kirche. Könnten Sie Jojo sagen, dass er wiederkommt? Er hat seine Mütze in der Kapelle vergessen. Sie tragen doch... Was? Wie bitte? Hä? Unangenehmer Hase.
War das gerade ein Placement für das Buch? Hat einer... Farbe Regenbogen. Das sind so Instagram-Symbole drauf. Klingt danach etwas, was ich mir auf jeden Fall während der ganzen drinbleibenden Zeit durchlesen sollte, oder? Ist bestimmt genauso gut wie das Buch von Monte oder Marcel. Na gut, ich will jetzt hier Bestseller-Autoren. Das Objektiv ist schon echt nice. Das ist einfach, ja. 900 Euro? So viel. Ja, ich weiß nicht, ob du ein Teleobjektiv überhaupt brauchst. Also, du machst ja viel Fotografie von Objekten, da braucht man eigentlich kein Teleobjektiv. Ist ja auch egal. Aber es wird so gut in meine Sammlung passen. Sammlung, ja. Man sammelt ja Objektive. Ich hab so eins noch gar nicht. Hm. 900. Ganz ehrlich, jetzt Real Talk, also... Wirklich, 50 bis 500 Millimeter, alter Junge. Braucht man ja nicht. Ich weiß es nicht. Jetzt küsst ihn einfach für den Taui, jetzt go, Mann. Scheiß drauf, ich mach das jetzt einfach. Ja, Mann, gönn ihm. Oh Gott, was passiert? Ich bin der Coolste in der Klasse und ihr werdet mich mega blamieren. Komm mal. Geil, zwei Kinder schlagen jetzt zusammen. Wieder klar. Warum guckt die? Was ist hier? Digga. Oh, Scheiße, Alter. Oh, Scheiße. Gut, Leute.